weiter geht's. Sorry, hat was länger gedauert. Wie das halt immer so ist, musste nämlich tatsächlich erstmal hier ja, eben was klären. Ich habe nämlich gerade gelesen, dass hier, dass es zwei Dörfer weiter einen ziemlich großen Waldbrand gibt. Und ja, wir wollten morgen vielleicht in diese Richtung fahren. Machen wir jetzt doch nicht. Okay, wir haben beim letzten Mal das Bräutigamsschwert bekommen. Um so weit nach oben zu kommen, brauche ich die richtige Ausrüstung. Okay, jetzt haben wir das Salbei. Ja, es ist wieder Reise nach mit E. Interessant. Jetzt habe ich den Bräutigamstrank. Was mache ich denn damit? Das ist eine Eule? Es ist so seltsam, dass wenn ich hier hinklicke, immer noch das hier genommen wird. Ach, draußen vor der Tür prügeln sich irgendwelche Teenager. Manchmal stehe ich voll auf dem Schlauch. Aber so richtig. Der Schildkrötenanhänger.
Stößel und Keil. Diesmal ging's ohne Hammer. Das ist das Brautschwert. Ja, ach guck mal, das ist unsere hier, unsere Fee, oder nicht? Sehe ich einfach das Offensichtliche. Aber die Tür ist auf. Vielleicht. Och, ernsthaft? Oben komme ich schon nicht mehr hin, das ist mir klar. Aber ich mache das jetzt so weit, wie ich kann. Ah nee, das war total doof. Dann lieber so rum.
dieses Orange. Niemand braucht das, niemand mag das. Egal, wir überspringen das. Oh, ich kann noch nicht überspringen. Okay, ihr müsst euch das Elend noch ein bisschen weiter angucken. Ich weiß, ich kann jetzt überspringen, aber ich mache noch mal ein kleines bisschen weiter. Und verkackt. Na, noch nicht ganz. Doch, jetzt habe ich verkackt. Na, egal. Egal. Zu anstrengend. Kapitel 6. Oh, das war aber ein kurzes Kapitel. Ei gehört den Feen, weil es wohl schlüpfen wird. Oder wie es wohl schlüpfen wird. Ja, das stimmt. Wer sieht die Kerze? Okay, bisher haben wir, glaube ich, alle Kerzen. Es wäre voll gut, wenn wir das im ersten Rutsch schaffen würden. Aber ich gucke jetzt trotzdem mal weiter, was es hier sonst noch gibt. Das erinnert mich an einen Totenfall. Vielleicht sind die fehlenden Tiere Wächter. Tat viele verschiedene Embleme.
Hier muss die Kerze sein. Irgendwo. Falls du das meinst, hier leider nicht. Ich hab's. Ist das eine Fee? Wie wunderbar, vielleicht kann sie mir helfen. Nö, hat die gar keinen Bock zu. You. Trespassing in this sanctuary is forbidden. Sie muss etwas über die göttliche Maid wissen. Vielleicht kann ich mit ihr reden, wenn ich ihr den Stab zeige. The maiden goddess is in trouble. We must act quickly. There's only one thing that can stop the shadow god, the Shade's lantern. To make it, you need to find the bowl-eyed shard. It is protected by this land, and only the worthy can claim it. If you get it, I will help you fight the Shadow God. Okay, deal. Sei, dass da keine echte Spinne hinhört. Ja, ich auch. Das muss ein Natursymbol sein. Vielleicht kann ich etwas Wertvolles gegen dieses Kästchen eintauschen. Ich muss sagen, dass die zu findenden Teile diesmal deutlich mehr mit dem Hintergrund verschmelzen. Weil sonst war das einfach so, dass die so offensichtlich fehl am Platze waren, dass man einfach alle Teile anklicken konnte und dann hatte man das irgendwann zusammen. Das ist jetzt nicht mehr so. Finde ich nicht schlecht, ist nur einfach ungewohnt. Weil früher musste ich bei Dark Parables überhaupt nicht nachgucken, was ich überhaupt suchen muss, weil das war einfach alles selbsterklärend. Und jetzt muss man ernsthaft darauf achten, was da unten angezeigt wird. Und daran muss ich mich halt gewöhnen. Nicht? Das sieht aber so aus, als Loot. Dann nicht.
Okay, jetzt brauchen wir noch so ein Ding mit grün. Das ist da oben. Und sowas hier, bei dem ich keine Ahnung habe, was das sein soll. Wer es sieht, möge schreien. Nicht allzu laut. Na, schon jemand fündig geworden? Das hier war es nicht, ne? Doch, okay. Ich war mir sicher, ich hätte das schon angeklickt. Na gut. Das Feensiegel. Der Meteoritensplitter. Er verfügt über unglaubliche Kräfte und ich kann ihn nur den Feen anvertrauen. Wenn er in die falschen Hände fällt, könnte das großen Schaden anrichten. Jack. Oh, hallo. Zum Glück wird er nicht in die falschen Hände fallen, sondern meine. Und ich werde damit den Schattengott aufhalten. Matche alle Feen, indem du zwei Lotusse auswählst. Nach jedem Zug zeigen sich die Feen, du kannst ihre Position einprägen. Die Plattform bewegt sich im Uhrzeigersinn. Karte. Das sieht wie eine Karte aus. Mal schauen, wo sie mich hinbringen. Eine geheime Kammer. Was befindet sich darin? Weil die vorher auch absolut nicht sichtbar war. Oh Gott, sichtbar war. Hallo, toter Mann.
sehe, seid ihr keines friedlichen Todes gestorben. Das Narrensymbol, wofür braucht man denn da ein Messer? Na gut, so richtig viel fehlt ja nicht mehr. Einmal dieses Schlangendings und dann der Dolch und noch so ein blaues Dings. Das habe ich aber gerade schon angeklickt. Aber anscheinend nicht das richtige, nicht den richtigen Pixel. Wer eins von beiden sieht, darf sich gerne melden. Nee, leider nicht. Nicht schwächeln, liebe Leute. Ich glaube nämlich, uns fehlt gar nicht... ich habe den Dolch. Ich glaube nämlich, uns fehlt gar nicht mehr so viel. Und deswegen will ich jetzt echt keinen Tipp nehmen.
Okay, das ist das Narrensymbol. Wofür auch immer. Whatever your plan is, it'll never work. Gibt sie jemals auf? Ich muss die Feenkönigin vor ihr schützen. Ha! Licht ist eben stärker als die Dunkelheit. You have proven that your heart is pure. Come with me to my home and be prepared. Welcome to my home. This is a safe place to assemble the Shade's lantern without being disturbed. Kapitel 7. Ich bin klein wie eine Fee. Ich kann nicht glauben, dass ich in dieses winzige Haus hineinpasse. Ich brauche etwas Kristallstaub. Hier kann ich einen Kristall sammeln. Die Käfer sehen erschöpft aus. Vorhin wieder so Prismen zu verzaubern. Hier kann ich einen Trank zubereiten, wenn ich die richtigen Zutaten finde. Um die mächtige Schattenlaterne herzustellen, benötigt man einen Trank, der aus Feenblumen hergestellt wird. Dann wird ein verzaubertes Prisma und Kristallstaub hinzugefügt. Der Meteoritensplitter, der wichtigste Teil, verleiht ihre Energie. Das scheint nicht allzu kompliziert zu sein. Das kann ich schnell erledigen und dann den Schattengott gegenübergeben. Redet jemand im Hintergrund, hört ihr das? Jetzt nicht mehr, aber gerade. Der Schnur ist größer als ich, trotzdem fehlt dir ein Teil. Ernsthaft jetzt? Was denken sich diese Leute dabei?
bin sehr, sehr genervt davon. Ich weiß, da komme ich nicht mehr hin. Das war blöd, es ist ja orange, es ist ja gar nicht grün. Was mich auch wirklich sehr, sehr stört, ist, dass man nur dreimal zurück kann. Also, dass man nicht mal mehr da die Chance hat zu sagen, na okay, ich habe jetzt ein bisschen verkackt. Aber ist nicht schlimm, bügel ich beim nächsten Mal wieder aus. Nope, es gibt kein nächstes Mal. Ja, also ich finde, das habe ich jetzt relativ gut gemacht. Es ist relativ wenig falsch. Das muss reichen. Jetzt? Ach, war's schon. The lantern is finished. Now, you must face the Shadow God. But before you destroy him, you must put a stop to his plans. Immer ich.
bin wieder in meiner normalen Größe. Um so eine Zeit zu gehen. The tower is starting to assemble itself. That's not a good sign. Make haste. Anderen Pfad vorher übersehen. You must stop this before it's too late. Remember, you have the bolide shard, and the platform has its weaknesses. Use them to your advantage. Kapitel 8. Oh, das ist schon das letzte. Die beiden Männer sollten eine Glocke läuten, aber sie fehlen. Ein Teil des Rahmens fehlt. Die fehlende Kerze steht für die Sonne. Hier, genau. Ja. Ja, ich suche die Kerze. Aha, ich wusste doch, die war da. Ich muss ein paar Spielsteine finden. Ein Ring fehlt. Was ist ein Krieger ohne seine Waffe? Mit den drei Ringen kann ich die Vorrichtung aktivieren. Okay. Oh, hier können wir nochmal wimmeln. Das war bisher aber selten. Das ist das Erste, was wir doppelt machen. Was ich gut finde, also hier steckt vor allen Dingen sehr, sehr viel Mühe in den Wimmelbildern. Wenn Sie die dann nur ein- oder vielleicht zweimal verwenden, das ist gut. Andere Spiele geben sich weniger Mühe und benutzen die Wimmelbild-Szenen einfach dreimal. Die Gegenstände, die man vorher eingesammelt hat, sind nicht mal mehr weg. Also das ist einfach nicht gut gemacht.
Lebewesens die ganze Serie über eine gleichbleibende Qualität. So, wer sieht das letzte Stück mit dem lila Stein? Ich. Haha. Frühlingsring, Ölkanne. Die äußeren Symbole bilden eine imaginäre Linie. Ordne die Kacheln so an, dass die inneren Symbole den anderen entsprechen. Manche Kacheln haben keinen festen Zielort. Okay, das habe ich verstanden. Das geht auch senkrecht, okay. Thank you.
Okay. Boing. Das Ding mit der Katze habe ich ja schon wieder komplett vergessen. So, das machen wir noch und dann machen wir den letzten Break für heute. Nee, läuft nicht schlecht bisher. Okay, wer findet das letzte Stück? Ich. Sorry. Gut, es ist nicht das letzte. Das hier ist das letzte. Was ist das hier oben drauf? Nee. Das hier? Wieder drin. Haha. Die Sonnenkerze. Ach so, okay, bevor wir das machen, machen wir eben Break. 2-3 Minuten nur und dann geht's weiter. Bis gleich.